Diese von US-Präsident Trump auf Twitter gepostete Videomontage hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt. Sie zeigt, wie Donald Trump symbolisch auf den Nachrichtensender CNN einprügelt. Erstellt hatte sie ein User der Internetplattform Reddit. Der hatte dafür Szenen einer Wrestling-Show benutzt, die bereits vor Trumps Präsidentschaft ausgestrahlt wurde. Mit ungewöhnlich scharfer Rhetorik hat jetzt heute Journalmoderatorin Marietta Slomka auf den Trump-Tweet reagiert. Einen Beitrag moderierte sie mit den Worten an: Eine vielbeachtete Frage wird sein, wie sich Donald Trump beim G20-Treffen benimmt. Fast kommt es einem ja vor wie bei einem Familienfest, wo sich im Vorfeld alle fragen, ob sich der verhaltensauffällige Onkel zusammenreißen wird oder die Party sprengt. Bei Trump scheint alles möglich. Er ist insofern auch kein Konservativer, sondern eine Art freier Radikaler, der Dinge tut und sagt, die jenseits normaler Benimmregeln liegen. Und unterhalb der Würde des Amtes, das er bekleidet.